Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Forza Horizon 5. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuschaut. Heute geht's um das Horizon Open. Mir sind da mal Dinge aufgefallen, die ich nicht ganz so geil finde und habe auch ein paar Verbesserungsvorschläge. Die möchte ich euch gerne einmal vorstellen bzw. euch auch zeigen, was mich eigentlich an dem Horizon Open stört und warum ich es nicht so gerne fahre. Denn das ist schade, dieser Horizon Open hat nämlich, wenn man es mal genau nimmt, eine ganze Menge Potenzial. Beginnen wir direkt mit Problem Nummer 1. Problem Nummer 1 ist der Checkpoint. Wenn ihr den Checkpoint verpasst, wie ihr gerade in dem Video gesehen habt, dann werdet ihr gnadenlos zurückgesetzt. Und zwar nicht unmittelbar, sondern ihr müsst erstmal 3-4 Sekunden warten. Das Spiel lässt euch also erstmal weiterfahren. Und anschließend werdet ihr zurückgesetzt vor den Checkpoint und müsst dann dort aus dem Stand raus starten. Das ist in meinen Augen in einem Modus, in einem PvP-Modus absolut bescheuert. Denn die Spieler sind 20 mal stärker als die Bots und sind auch dementsprechend schneller unterwegs. Und das bedeutet, wenn ihr einen Checkpoint verpasst, dann habt ihr die Arschkarte gezogen und werdet nicht mehr nach vorne fahren können. Mein Verbesserungsvorschlag hier an der Stelle ist, am besten eine Zeitstrafe. Für jeden verpassten Checkpoint eine Zeitstrafe von 3, vielleicht auch 4 Sekunden, die am Ende dann abgezogen werden oder beziehungsweise draufgeschlagen werden. Kommen wir zu Problem Nummer 2. Problem Nummer 2 sind in meinen Augen die Spieler an sich selber. Nicht alle, weil im PvP braucht man die Spieler ja auch, sonst kann man nicht PvP spielen. Aber es gibt so ein paar Idioten wie der, den ihr jetzt sofort hier in dem Video seht. Achtet mal darauf, wie er mich hier gleich von der Straße schubst nach der Kurve. So etwas brauche ich persönlich nicht und es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der das nicht möchte. Und von daher hätte ich auch hier an der Stelle einen Verbesserungsvorschlag. Mein Verbesserungsvorschlag wäre, jeder Spieler bekommt eine sogenannte Fairness-Tabelle oder Fairness-Punkte, was so viel heißt wie für jeden, den er von der Straße kloppt, kriegt er 2 Strafpunkte oder 3 Strafpunkte. Und je mehr Strafpunkte er sammelt, desto eher kommt er dann auch mit Spielern in eine Lobby, die ebenfalls so viele Strafpunkte haben. Das würde am Ende dazu führen, dass die Spieler, die viel RAM miteinander fahren und die Spieler, die eben gerne lieber ein bisschen sauberer fahren, auch miteinander fahren würden. Ich denke, das wäre für alle ein bisschen angenehmer und würde sicherlich auch mehr Spaß machen. Natürlich kann man die Strafpunkte auch wieder abbauen. Das heißt, wenn man besonders gut fährt in einem Rennen, dann wirkt sich das positiv auf die Strafpunkte aus. Ein weiteres Problem im Horizon Open ist die Unwissenheit. Man weiß nicht, welche Strecke kommt und man weiß auch nicht, welche Klasse gefahren wird. Vielleicht weiß man es doch und ich habe es nur noch nicht gefunden. Wenn das der Fall ist, dann sagt mir bitte Bescheid, schreibt es in die Kommentare, dann habe ich auch wieder was dazugelernt. Bis dato habe ich es noch nicht gefunden und das birgt dann das Problem, dass ich dann irgendein Auto nehmen muss und dann auch mit diesem Auto fahren muss. Und so viel Zeit zum Auswählen hat man an der Stelle halt auch nicht. So, dass ich jetzt hier an der Stelle einfach ein Auto zugewiesen bekommen habe. Das Problem ist, dass ich ein ziemlich bescheuertes Auto zugewiesen bekommen habe, was nicht einmal S1-900 war, sondern S1-800. Ein paar kaputte und ich hatte eigentlich gar keine Chance. Auch dafür habe ich einen relativ simplen Lösungsvorschlag. Wenn wir am Anfang der Saison eine Übersicht bekämen, welche Autos und auch welche Strecken benötigt werden für das Horizon Open, und zwar innerhalb des Spiels, nicht im Internet, dann wäre das ein riesengroßer Vorteil und man kann sich auf das Spiel vorbereiten und dann macht das sicherlich auch deutlich mehr Spaß, als hier in so ein Spiel reingeworfen zu werden mit irgendeinem Auto, wo man eigentlich gar keine Chance mehr hat. Was ihr jetzt hier seht, ist übrigens das Ergebnis des Autos, was ich einfach mal so habe zugewiesen bekommen. Kommen wir zu meinem letzten Problem. Und dieses Problem ist vielleicht ein bisschen pingelig für die einen oder für die anderen. Aber es passiert halt leider ein bisschen häufiger in Forza Horizon 5 und das sind die Ladezeiten. Ich habe jetzt hier das Rennen beendet und ich habe noch ein Rennen vor mir und ich muss hier einfach unendlich lange warten, bis ich überhaupt ins neue Spiel reinkomme. Also erst einmal die Schnellreise zum Zielort dauert schon extrem lange und anschließend dreht sich das Auto auch nochmal schwindelig, bevor ich überhaupt in der Lage bin, ins nächste Rennen einzusteigen. Und das ist echt ein bisschen nervig. Keine Sorge, ich lasse euch das jetzt hier nicht die ganze Zeit durchlaufen. Ich spule das mal vor.
Auch hierfür hätte ich einen Vorschlag. Wenn es nötig ist, dass die Spieler so lange warten müssen, aus welchen Gründen auch immer das der Fall ist, dann bietet ihnen für die Wartezeit innerhalb des Bildschirms eine Abwechslung an, zum Beispiel irgendein kleines Minispiel, was man spielen kann. Da kann man einen Highscore erreichen, der wird sogar gespeichert und da kann man immer dann weiterspielen oder einen neuen Highscore versuchen, wenn man mal gerade wieder so eine lange Wartezeit hat. Wäre das nicht mal eine Abwechslung? So Leute, wir sind durch. Genug Probleme für heute. Wenn ihr auch irgendwelche Probleme oder andere Dinge festgestellt habt, die euch in Forza Horizon aufgefallen sind, sowohl positiv als auch negativ, mich interessiert natürlich beides, haut's mal unten in die Kommentare rein. Mich interessiert natürlich brennend, wie ihr so zu diesem Forza Horizon Open steht. Also, bis dann Leute.